herzlich willkommen wieder heute, eure Fragen, meine Antworten. Und zwar hat mich ein Thema erreicht. Hatte ich schon vor ein paar Wochen hatte ich mal die Anfrage gekriegt von den Andreas. Andreas hatte das geschrieben, dann hat noch ein Jochen geschrieben gehabt. Und die haben mich gefragt, ob ich noch einen Wasseraufbereiter benutze. Aber ich begrüße euch erstmal herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal Torsten und seine Welt. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt noch gerade mal so ein bisschen Zeit gehabt, das nochmal auf den Freitag unterzubringen, weil das Sonntagvideo war schon fertig gewesen, eure Fragen, weil ich das gar nicht so gewusst habe, dass das immer noch so im Munde ist. Hier steht das Aquacell von Tetra. Es gibt viele andere Firmen. Was man macht. Die meisten benutzen es nicht mehr oder viele benutzen es nicht mehr, weil sie effektiv am falschen Ende sparen. Das ist meiner Meinung her als beste Beispiel ist, wenn man Kinder hat und es regnet draußen, dass ich die Kinder auch nicht ohne Regensachen rausspielen nehme, oder? Und so ist es genauso. Und wie ich es meine, wird er gleich verstehen. Wir wissen ja alle, dass das AquaSafe die giftigen Stoffe bindet, wie Chlor etc. etc. Kupfer, alles was so in der Leitung drin ist. Bei Kupfer kann es ganz schnell mal passieren. Es reicht schon alleine bei euch im Haus. Habt ihr 90% Kupferröhren. Auf der Straße sind es ja meistens, die neuen Leitungen sind ja noch Kunststoffröhren heutzutage. Die neuesten, auch da gibt es werden schädliche Stoffe abgesendet, aber es kann manchmal sein, gerade im Sommer, dass vielleicht Bakterien in der Leitung festgestellt worden sind oder im Wasser und dann wird vom Wasserwerk halt etwas das Chlor erhöht. Für uns ist es nicht giftig, in gewissen Maßen natürlich, muss natürlich immer unter dem Grenzwert bleiben, aber für eure Fische kann so eine Chlorvergiftung schon Auswirkungen haben, unter anderem auch die wenn zu viel Kupfer drin ist. Und jetzt komme ich, wo ich was hinaus möchte. Viele verkennen das. Ne, Entschuldigung, ich habe noch was vergessen. Viele benutzen ja heutzutage eine Osmoseanlage unter uns. Aber auch ich benutze sie. Aber jetzt komme ich dazu. Wer überprüft seine Osmoseanlage regelmäßig? Ne? Okay, dass wir sie beim jedes Mal, wenn man fertig ist, mit Osmosewasser zapfen oder anderes, ich muss nachher mal gucken im Keller, da läuft mal eine Osmoseanlage, dass das da nicht überläuft, das Fässchen, aber ich habe mir ja immer, stelle mir mal eine Uhr und ich weiß ungefähr bei 20 Liter, so und so, ist sie voll. Gut, da könnte man noch mit Schwimmer arbeiten, aber das Thema ist jetzt ein anderes Thema, wir haben ja jedes, ob ich es benutze, ja, ich benutze. Das ist so gesagt für meine Fische und meine Garnelen immer so eine kleine Lebensversicherung. Bei den Meerwasserbecken mache ich es nicht, weil ich da überhaupt nicht so ein Feedback habe, was da eigentlich drin ist. Mittlerweile weiß ich alles, was da drin ist und da schreibe ich euch effektiv in eine Videobeschreibung rein, setze ich euch das mal rein, was ich da halt rausgesucht habe. Ich bin ja jetzt immer noch so bei, immer jeden Tag so ein bisschen hier zu arbeiten. Gerade weil ich ja Ende des Jahres meine Broschüre oder Heft fertig haben möchte, wo ich alle Probleme, also komplett mein Wissen, euch mitteilen möchte und dann vielleicht einfach mal euch das Heft zur Verfügung stelle und dann sage, okay, ein kleiner Obolus, wer Interesse hat, wo liegt es denn an denjenigen, wenn es fertig ist, aber mit eurem Blick ist da noch relativ viel Arbeit. Ich habe noch etliche Ordner da drin, wo ich das dann erstmal vom Heft, also von meinem Ordner, den ich habe, dort rein kopieren musste. Und ihr wisst ja, dass das auch ein bisschen zeitaufwendig ist. Und dann musste das dann noch sortiert werden, in welchen Zusammenhängen alle. Und deswegen nochmal, falls jetzt jemand wieder fragt, dann hast du da einen Link drüber und so, dein Wissen, das ist ein Wissen. Wie soll man das erklären? Das Wissen, was der Mensch hat, kann er nicht irgendwo, kann ich euch keinen Link sagen und daher habe ich es. Das ist halt Wissen, was man sich erarbeitet hat. Denn wenn ich zur Schule gehe, lerne ich ja auch was. Der Lehrer bringt es mir bei. Ich vertiefe
wenn es vielleicht noch ein Thema ist, wie bei mir die Chemie und die Wasserchemie, ist das bei mir halt auch noch ein großes Thema gewesen. Großes ist immer noch ein großes Thema, aber halt Richtung Schulzeit war Chemie für mich also ein Hauptfach gewesen. Und dementsprechend habe ich da immer noch nicht mein Interesse verloren und hauptsächlich auch was die Wasserchemie aufrecht hat und alles, was ich so reinmache, da frage ich immer weiter nach. Manchmal kann man ja auch dann anstreben, Tetra, und manchmal sagen soll ich auch ein bisschen was dazu, wie das funktioniert, was da drin ist. Manche Firmen halten sich immer bedeckt, das ist dann immer so ein kleines Geheimnis, aber manchmal findet man halt auch Firmen, die einem dann so ein bisschen weiterhelfen. Ne? Also kommen wir mal ganz einfach drauf zu. Bei der, habe ich hier aufgeschrieben, hier, bei der Kupfer, könnt ihr alle, eigentlich alle eine Videobeschreibung drin machen, na, alles kann ich nicht reinmachen, das ist dann wieder zu viel. Ja, die Kupfervergiftung, also die Fische können, Verhalten verändert sich schon allein, die gehen nicht an den Futter ran, haben Atemprobleme. Ein typisches Zeichen für Kupfer ist dann halt eine Kupferverbindung, sehen wir Hautveränderung. Die Haut verändert sich. Die werden blass und bleich. Die können auch dennoch dunkle Flecken aufweisen. Die Schleimhaut wird rot bei diesen Fischen. Und dementsprechend haben sie halt Probleme mit den Kien und haben ein veränderndes Schwimmverhalten. Das heißt, die können im Wasser nicht mehr die Balance halten, schwimmen teilweise so oder so, was man beobachtet hat oder beobachten kann. Und da komme ich nämlich auf den Punkt, jeder kennt es, der dann so einen Fisch sich da beobachtet. Bei Garnelen wollen wir ja nicht drüber reden, für die Garnelen ist es sofort tödlich. Also die macht da, ihr kippt es rein, kann ich euch sagen, nächsten Tag sind die Garnelen komplett tot, wenn Kupfer drin ist. Und da, die Garnele verträgt noch nicht mal ein bisschen Kupfer drin. Bei Zierfische muss man sofort reagieren. Und diese Vergiftung wird oft verkannt. Eine Kupferverbindung, eine Chlor, beziehungsweise sind wir bei einer Kupferverbindung oder Vergiftung mit Chiemhäutung, Parasiten. Denn, wie heißt ja die Krankheit noch? Ach, jetzt komme ich nicht mehr. Die Schwimmkrankheiten, ja. Schwimmblase, Erkrankung der Schwimmblase wird verkannt und Endresultat ist, dann wird lasst euch nicht stören, das ist hier gerade eine Pumpe, die so ein bisschen brummt. Dann wird also ein bisschen verkannt, also wird ein Medikament reingekippt. Vielleicht, wenn derjenige so ein bisschen clever ist, macht er noch einen Wasserwechsel. Aber da kommt der ja wieder, dann macht er wieder frisches Wasser rein und macht höchstwahrscheinlich das gleiche Wasser, was er vorher da drin hatte, mit Kupfer vergiftet, das macht er wieder rein. Also da sollte man so ein bisschen vorsichtig sein, auch bei der Osmoseanlage. Also bei mir ist wirklich immer alle halbe Jahr wechselt die Patronen aus, die Hauptpatrone halt einmal im Jahr. Kommt immer darauf an, wie lange ich es benutze. Und ich spüle sie auch regelmäßig, ne? Und mache halt immer ein Leitwerttestgerät. Die muss bei mir bei Null raufkommen. Alleine durch die Meerwasserbecken. Und wenn ihr jetzt da schon beispielsweise habt, ihr habt eine Osmoseanlage und die kommt nicht auf Null, euer Leitwert, da würde ich schon wieder vorsichtig sein. Ihr wisst nicht, welcher Stoff dort den Leitwert beeinträchtigt, dass er noch umgeht. Okay. Und dann haben wir ja natürlich Chlor. Ja, eigentlich fast dasselbe wie bei Kupfer, aber Chlor ist natürlich auch so ein Problem. Da habe ich es auch aufgeschrieben, also Stresssymptome, Atembeschwerden. Also der Chlor schädigt dann die Schleimhäute der Fische, habe ich hier drauf gereizt, gerötet, beschädigt. Noch eigentlich genau das der Verhaltensveränderung ist klar und Schwimmprobleme. Da haben wir genau dasselbe, weil es ja alles einfach im Prinzip eine Vergiftungserscheinung ist vom Wasser jetzt her. Ne? Und hier, also dann habe ich hier noch grob aufgeschrieben, was das jetzt macht, entfernt Chlor oder Chlorin. Leitungswasser wird oft mit Chlor oder
Chloramin behandelt, um Bakterien abzutöten, ist klar. Aha, Chemikalien geschädigt werden, der Wasseraufbereiter neutralisiert ist. Dann Vergiftung Schwermetalle, auch Schwermetalle Kupfer, Blei und Zink werden entfernt bzw. neutralisiert. Und dann halt noch als Beistück, einige Wasserbehandlungen, aber nicht alle, haben eine Bindung von Ammoniak und Nitrit, werden damit halt reduziert oder beziehungsweise Bohnen. Ja, und dann sind meist noch irgendwelche Bestandteile drin, die dann stressresistenter wirken für die Fische oder die Schleimhäute und das Immunsystem stärken. Was da denn noch da drin ist, was das macht, weiß ich nicht, aber ist ja nicht das Thema. Und deswegen kann ich euch sagen, ich benutze es, ist schon mal vorgekommen, da habe ich es nicht benutzt und dann hatte ich ja den Fall gehabt, da habe ich den Wasserwechsel gemacht, trotz Osmoseanlage und ich hatte mir eine schöne Kupfervergiftung bei meinen Garnelen eingefangen und da haben nur wenige es überlebt, aber ich habe es Gott sei Dank rechtzeitig erkannt oder beziehungsweise ich konnte es schnell darauf zurückführen, weil ich da ja einen Wasserwechsel gemacht habe. In wenigen Stunden haben die Garnelen so ein komisches Verhalten gehabt und da war mir klar gewesen, dass ich dort mir eine kleine Vergiftungs in meinen Becken reinholt, eine Vergiftung in meinen Becken reinholt. Ist klar. Und das dazu. Und deswegen habe ich hier noch eine ganze Liste, aber die packe ich euch, falls Chemiker unter uns sind. Da habe ich mir so ein bisschen was rausgesucht, ja, erarbeitet, kann man so sagen, wie in der Schule man immer das so früher gesagt hat, was so ein Teil alles so macht und wie es funktioniert. Mit was habe ich euch in den Internet gesetzt. Mach mal kurz Stopp. Jo, mach ich mal weiter, ich muss mal kurz unterbrechen. Und dadurch ist es schon komisch, dass man im Internet eigentlich nicht so viel über so einen Wasseraufbereiter findet. Viele Videos gehen immer drüber oder Fischkrankheiten und. Meine Fische schwimmen nicht, aber keiner kommt so mal auf die Idee, also was ich jetzt so gesehen habe, dass das halt einfach das Wasser ist. Ne? Auch eine Osmoseanlage ist keine Garantie. Und deswegen benutze ich es. Ich mache da mal ein bisschen noch mit rein beim Wasserwechsel. Halt, wie ich schon gesagt, beim Meerwasser mache ich es nicht, weil ich nicht weiß, oder wie reagieren die Korallen auf die Stoffe, die da drin sind. Könnt ihr euch ja mal angucken in der Videobeschreibung. Da bringe ich es ja mal mit rein. Wie so was funktioniert. Eigentlich ist es relativ simpel. Wenn man so ein bisschen, wenn unter uns Leute sind oder die so ein bisschen mit Chemie was haben, die wissen es halt, ne, wie man sowas auch denn wieder funktioniert. Ja. Aber geht ja nicht, wir wollen es ja nicht wissen, wie es funktioniert in dem Fall, wo ja immer meine Devise ja ist, ich kann nur was machen oder erkennen, wenn ich weiß, wie was funktioniert, dann kann ich es auch verstehen, wie es funktioniert und dann kann ich es auch verändern. Ne? Deswegen, wenn ich weiß, wie so ein Becken funktioniert, wie die Wasserchemie da drin funktioniert, wie mit den Bakterien, mit dem Filter funktioniert, dann kann ich so ein Becken auch ganz gut in den Griff kriegen. Aber man muss sich halt damit vorher auch so ein bisschen beschäftigen. Ja, dann wünsche ich heute euch noch einen schönen Start ins Wochenende. War ein Freitagsvideo schon mal wieder. Wetter ist natürlich jetzt schön gewesen die Woche oder beziehungsweise ist ja noch schön. Ich weiß nicht, wie Freitag wird, das Video produziere ich ja jetzt auf dem Mittwoch. Deswegen wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und ich hoffe, ich konnte jemand weiterhelfen mit dem Video so ein bisschen und ihnen dann sagen, komm, benutzt mal als Garantie immer noch so einen Wasseraufbereiter. Also bist du dir immer auf die sichere Seite bei der Osmoseanlage. Dann kann auf jeden Fall nichts schief gehen. Also, wir sehen uns. Ciao.